Schwarzlose ist eine der deutschen Traditionsmarken, die ihren Ursprung in Berlin hatte. Gegründet 1856, in den Jahren des Kaiserreiches, dann zum preußischen Hoflieferanten, kaiserlichen Hoflieferanten aufgestiegen ist und bis nach dem Krieg 1976 existierte. Ich habe 2012 entschieden, dass ich neben meiner Tätigkeit als Designer für Parfumhäuser, für die ich Flaschen entworfen habe, unter anderem eben auch mal eine eigene Marke ins Leben rufe, und habe mich damals mit der Marke und den Marken in Deutschland beschäftigt, und da ist mir Schwarzhose eben als Juwel irgendwie aufgefallen, fand das interessant, fand das mysteriös, habe mich dann auch beschäftigt mit den Marken, die Schwarzhose auf den Markt gebracht hat über 120 Jahre. Und da waren eben so einige Schmuckstücke unter den alten Düften dabei, die ich fand, die müssten wieder neu zum Leben erweckt werden. Berlin ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt, mit der man Mode oder auch Duft verbindet, aber es ist eben früher das Zentrum der deutschen Modeindustrie gewesen, vor dem Krieg ganz wichtig und damit eben auch für die deutsche Parfümerieindustrie ganz wichtig gewesen. Und das so ein bisschen zu feiern, ein bisschen zu zelebrieren, auch das Ungewöhnliche von so einer Marke, die nicht nur in Berlin stattgefunden hat, sondern tatsächlich dann auch ins Ausland exportiert hat. Die haben seit 1896 einen Vertrieb in Singapur gehabt, sind in Australien verkauft worden, in Amerika. Und das wollen wir ganz gerne wieder so aufbauen. Daran arbeiten wir. Wir wollen aber auch die Marke eben mit ihrem typisch sehr ungewöhnlichen Charakter erhalten. Deutsche Parfümerie ist einfach auch ein bisschen anders als Parfümerie aus Frankreich zum Beispiel oder Italien. Bestimmte Geschmäcker haben immer eine Rolle gespielt. Und das wollen wir auch so ein bisschen in den Fokus stellen bei der Markenentwicklung und sozusagen in die Welt tragen.